Okay, wir starten rein in Teil 3 von Gobi Extrem. In die Gobi mit zu wenig Wasser, Ausrufezeichen. Teil 3, Geisterkamele. Was sind denn Geisterkamele? Und Sandsturm. Zum Tod verurteilt. Alter, was geht denn hier ab? Gobi Extrem 3 von 5. Das sind aber ja harte Titel. Let's go, wir gehen rein. Wir durchqueren einen Teil der mongolischen Wüste Gobi zu Fuß. Dabei macht uns schon zu Beginn das extrem trockene Klima und der schlechte Untergrund große Probleme. Außerdem verlieren wir aus beschädigten Wassersäcken unser überlebenswichtiges Wasser. Dabei liegt der schwierigste Teil unserer Tour noch vor uns. Heute müssen wir versuchen, die Khongodyn Els, ein breites Sanddünenfeld, zu durchqueren. Dann warte mal. Da habe ich jetzt den Switch von Teil 2 zu Teil 3 irgendwie nicht ganz gerafft. Teil 3 war doch, dass die gerade irgendwie angekommen sind am Zelt. Aber ja, das ist jetzt geskippt, oder was? Die gehen jetzt einfach gleich am nächsten Tag weiter. Dieses Thema Nacht und Lager, und die wollen auch noch Essen machen und sowas. Danach werden wir tief in der Gobi sein. Hier stoßen wir hoffentlich bald auf Wasser. Mit den beschädigten Wasserspeichern. Das würde mich auch mal interessieren. Woher wissen die jetzt, dass da Wasser ist? Vorabrecherche, soll da Brunnen sein? Wird sonst das Trinkwasser knapp. Was mir gerade auffällt, was ich merke, ist jetzt eine ganz persönliche Einschätzung aus, ich nenne es mal Filmemacher, aus Creator-Sicht. Ich habe teilweise ein bisschen Probleme in manchen Situationen, dem Ganzen zu folgen, weil jetzt sind wir, glaube ich, gerade irgendwie in dem Serien-Intro drin und davor waren wir in so einem Rückblick? Nee. War das, davor war ja auch eine Projekterklärung. Das Video hat ja damit begonnen, dass das Projekt erklärt worden ist. Dann wurde aber irgendwie, einen, dann gab es wieder einen Abschnitt, wo irgendwie dann folgenspezifisch auf den Ist-Stand reagiert worden ist, im Sinne von Folge 3. Und jetzt gehen wir aber wieder in so ein Intro zurück. Ich komme manchmal an, ich. Okay, das ist jetzt das Intro. Ja, okay. Scheiße, 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 komm auf uns zu. Ja, okay, pop, pop. Es ist später Nachmittag in der Wüste. Jetzt starten wir wieder rein. Jetzt ist. Okay, jetzt habe ich, sorry. Komplett lost. Jetzt ist der Anschluss an Teil 2. Wir sind mit wenigen Unterbrechungen den gesamten Tag durch die Hitze Ja. gegen den Wind marschiert. Jetzt haben wir es, oder? Unterwegs sammeln wir liegen gebliebene Flaschen auf. Erstens hat Müll hier draußen nichts zu suchen. Und zweitens können wir sie als Notspeicher für das Wasser nutzen. Es wird langsam etwas kühler. In der Ferne erahnen wir endlich die Khongodyn Els. Mein Knie, dem seit einer Kampfsportverletzung einige Knorpel fehlen, schmerzt und blockiert. Hauptsache, wir kommen voran. Wir nutzen zum Fortkommen meist die abgelegenen Teile der Wüste. In der Nähe der einzigen Lücke in den Dünen vereinigen sich aber zahlreiche Pisten. Der Boden ist aufgewühlt und von den Reifen der Fahrzeuge zerstört. Wir zweigen endlich ab und suchen uns ein vor den starken Nachtstürmen geschütztes Lager. Die Khongodyn Jetzt bin Els ich wieder scheinen drin, nun zum Chat. Greifen nahe. In dieser unwirklichen Landschaft zwischen Altai, Sanddünen und Steppe sind wir nun völlig alleine. Die nächste bewohnte Jurte ist 30 Kilometer entfernt. Fahrzeuge haben wir den ganzen Tag nicht gesehen. Je Person transportieren wir immer noch mehr als 75 Kilogramm. 50 Damals 75 Kilo. Ja, auf Rädern gelagert, aber die laufen ja nicht über Asphalt. 10 Kilogramm schwer ist alleine der Sulki. Wasser, Wasserspeicher, Filter und Proviant schlagen nochmals mit jeweils etwa 40 Kilogramm auf. Hinzu kommen noch Taschen, Kameraausrüstung, Zelt, Messgeräte, Medizin und Reparaturmaterial. Wir müssen auf alles Ich sag's euch ganz ehrlich, hätte ich keinen Bock. Vorbereitet sein. Hier draußen wird uns niemand helfen. 70, 75, 75 Kilo. Einer schreibt gerade, die Reifen sind dafür, oder als Frage formuliert, sind die Reifen dafür nicht viel zu dünn? Ich überlege gerade auch, die Reifen sehen so ein bisschen aus wie BMX-Reifen von der Größe, aber halt mit so einem Mountainbike-Profil drauf. Aber überleg doch mal, du würdest ein Fahrrad
durch Sand schieben auf so einem Sandwaldweg. Und dieses Fahrrad ist mit Taschen bepackt und wiegt 75 Kilo. Das ist doch gar nicht schiebbar. Wir haben den gesamten Tag fast das doppelte Körpergewicht durch die sengende Hitze geschleppt. Entsprechend erschöpft sind wir, als wir bei Sonnenuntergang das Lager aufschlagen. Ich muss sagen, ist schon krass, wie sich die Videoqualität verändert hat seit 2017, ne? Das ist schon. Da geht mittlerweile die Stille des Abends wird durch unseren fauchenden Expeditionskocher gestört. Er wiegt mehrere Kilogramm, ist laut, aber auch eine Lebensversicherung. Wenn der Wasserfilter versagt, dann müssen wir hier draußen ohne jedes Holz 30 Liter Wasser abkochen. Jetzt freuen wir uns aber auf sehr salzige Nudeln mit Dosenfisch. Was mit dem Rind? Bisschen Beef Jerky noch rein da. In der Nacht stürmt es nur leicht. Dennoch ist am Morgen alles von einer feinen Sandschicht bedeckt. Der Himmel ist fast klar. Es scheint ein ruhiger und sonniger Tag zu werden. Was für eine Täuschung. Wegen der Braunbären haben wir unsere Fischdosen entfernt vom Lager abgelegt. Wegen der Braunbären? Wegen der Braunbären haben... Was? Es gibt Braunbären. In der Wüste. Und diese offene Fischdose liegt genau 10 Meter neben dem Zelt. Hä, was? Haben wir unsere Fischdosen entfernt vom Lager abgelegt. Also ich hätte jetzt keinen Bock, dass da ein Braunbär vorbei... Aber ein Braunbär in der Wüste? Mongolei? Braunbär? Gobi-Bär? Als Gobi-Bär, mongolische Mazai, wird eine Form des Braunbären bezeichnet. Es gibt einen Gobi-Bär? Ja, moin. Hä? Das ist ja wild. Da war ja noch nie was gehört. Wir gucken weiter. Zum Tode verurteilt. Guten Morgen. Wir was? Sind am Tag 3, also am Reisetag 3, am zweiten Tag in der Wüste direkt unterwegs. Und wir haben gestern etwa 6 Kilometer durch Sand und 20 Kilometer über Sandpiste und über Steppe gemacht. Leute, da habe ich meine Info, auf die ich so lange gewartet habe. 26 Kilometer haben sie gemacht, okay. Der Sand, der zehrt uns ziemlich aus und da müssen nochmal 8 bis 15 Kilometer Sand, also rein Sand, der wirklich unangenehm für die Sulki ist. Und dann sollten wir auf etwas festeres Terrain kommen, so die Theorie. Uns geht's gesundheitlich einigermaßen gut. Das klingt aber nicht so. Markus hat sich die Füße, die Waden ziemlich verbrannt, obwohl er sich eingeschmiert hat. Die Sonne ist schon ziemlich intensiv hier. Und mein linkes Knie macht mal wieder ein bisschen Probleme. Naja, aber wir werden es mitziehen. Also, was halt echt krass ist, das ist der erste Tag dieser Tour, ne? Also wir sind jetzt in Teil 3. Das ist jetzt oder ist der Morgen des zweiten Tages, aber an sich haben die jetzt den ersten Tag haben sie halt jetzt hinter sich gebracht von der kompletten Tour. Und es, also der körperliche Verschleiß ist da, die ersten Verletzungen sind da, die erste Ausrüstung ist am Arsch. Das läuft. Sicherheit durchschaffen. Auch das ist die Theorie. Der Tag gestern war, gelinde gesagt, durchwachsen. Ist immer so, wenn man in der Wüste ankommt, dann überwiegt erstmal die Vorfreude. Man möchte los, man möchte Sand und Kies unter den Füßen haben. Man möchte Strecke machen und nach einigen Kilometern merkt man eigentlich in jeder Wüste, in jeder Steppe, das ist kein Platz für Menschen. Die Sonne knallt runter, es gibt immer wieder ziemlich starke Sturmböen. Wir sind gestern eigentlich den gesamten Tag gegen den Wind gelaufen, das war nicht immer angenehm und es zehrt einfach aus. Es ist sehr, sehr trockene Luft, die Mundschleimhaut trocknet aus. Man benötigt wirklich viel Wasser, aber alleine das Klima ist ja relativ stark auszehrend. Die größten Gefahren hier in der Wüste sind eigentlich, dass man stecken bleibt und die Wassermenge, die man benötigt, falsch kalkuliert, dann möglicherweise nicht mehr an Wasser kommt, dass die Sonne, die Hitze falsch eingeschätzt wird und
ja, dementsprechend man irgendwann auf dem Trockenen sitzt. Es gibt hier sehr vereinzelt, also alle 20, 30 Kilometer, je nach Region, je nach Umgebung, gibt es mal eine Wasserstelle oder einen Brunnen, der durch Nomaden schon seit mehreren 100 Jahren verwendet wird. Aber da ist es auch nicht sicher, dass der Wasser führt. Mit geübten Handgriffen bauen wir unser Lager. Ah, hat lange Hose. Heute wird uns der Weg tief in den einsamen Teil der Wüste Gobi führen. Aber da sind die auch wieder auf Tracks unterwegs, ne? Auf so Pisten. Also es sind schon so Verbindungsstraßen zwischen den Dörfern und den Brunnen. Die Komodin sind bis zu 100 Meter hoch, rund 7 Kilometer breit und 80 Kilometer lang. Sie bestehen aus singendem Sand, der bei Stürmen ein unheimliches Grollen von sich gibt. Man kann sie nur an wenigen Stellen sicher durchqueren. Von unserem Lagerplatz aus führt uns unser Weg auf die Nordseite der Dünen. Die nächsten Tage werden sie unsere ständigen Begleiter sein. Immer näher kommen wir den Dünen. Der Boden wird sandiger. Wir müssen uns mit voller Kraft in die Sulkis lehnen, um überhaupt voranzukommen. Die Geschwindigkeit sinkt auf 2 Kilometer. Alter, guck doch mal hier an. Der Reifen ist komplett weg. Du siehst nicht mal mehr die Unterkante der Felge. In der Stunde. Der Wasserverbrauch steigt. Obwohl wir immer weniger Wasser haben, sinken die Reifen tief ein. Außerdem zieht ein schwerer Sturm aus Norden auf uns zu. Während es um uns herum regnet, marschieren wir wie zum Hohn genau unter der sengenden Sonne. Über uns kein Wölkchen, aber Gegenwind. Es ist eine Qual. Boah, ist das scheiße. Alter. Im Schneckentempo geht es in Richtung der einzigen Querungsmöglichkeit der Dünen. Schritt für Schritt für Schritt. Auf vielen Expeditionen gibt es den sogenannten Point of No Return. Das bedeutet, dass der Weg zurück an den Anfang oder zur Rettung weiter ist oder mehr Ressourcen verbraucht als das Durchmarschieren. Ein ganz großes Problem ist allerdings, wenn du merkst, dass du weder an den Anfangspunkt zurück noch an den Endpunkt gelangen kannst, bevor dir das Wasser, die Nahrung oder der Treibstoff ausgeht. Der Point of No Return ist kein fester Punkt, sondern der wird jeden Morgen neu berechnet und es gehört sehr viel Selbstdisziplin dazu und Selbsteinschätzung. Die Erwartungen, die man an sich, an Reisepartner oder an die Ausrüstung hat, einfach der Realität anzupassen. Wenn es nicht möglich ist, an Wasser zu kommen, heißt es, dass man die Tour abbrechen muss. Die Alternative ist der sichere Tod. Wir kämpfen uns gerade durch den... Ich bin mal gespannt, ob... die Geisterkamele müssen ja gleich noch kommen. Was es damit auf sich hat. Und mit dem Titel zum Tod verurteilt... Da muss ja irgendwas noch passieren jetzt hier. Feinen Sand mit unseren schwer beladenen Sulkis. Wer und was ist zum Tod verurteilt? Das heißt, wir sind noch nicht mal richtig am Sand. Alter, ist das scheiße. Und wir kommen hier mal wieder mal 100 Meter voran. Dann müssen wir Pause machen. Eigentlich brauchen die Muskeln morgens eine Stunde, zwei Stunden, bis man in den Tritt kommt. Also wir müssen ja gleich voll durchpowern. Aber jetzt sind wir auf jeden Fall auf einer Anhöhe und hoffentlich geht es jetzt nur noch abwärts und da bremsen unsere Sulkis eher, weil das ist dann angenehm, aber das liegt noch vor uns. Warte mal, waren das Kamelspuren? Ja. Ja. Uns stand ja die Dünenquerung bevor. Der Abend vorher hat es gezeigt, dass es relativ sandig war und es war zu erwarten, dass der Weg nicht einfach würde. Die niedrigen Tafelberge bilden einen Windkanal, der eine Piste durch die wandernden Sanddünen frei hält. Der Boden ist flach, aber... Irgendwie habe ich gerade so ein bisschen Survival Squad Vibes im Sinne von eine Strecke von A nach B zurücklegen und Unmengen von schwerer Ausrüstung irgendwo lang schleppen und sich zerschinden.
wo ich auch hier in manchen, bei manchen Dingen wieder so denke, ah, wäre das nicht ein paar Kilo leichter auch gegangen? Muss das so sein? Beim Wasser machen wir, ey, ohne Frage. So bei vielen Sachen auch, aber hier habe ich jetzt nicht so den Überblick bisher, dass ich sage, okay, darauf hätte man jetzt verzichten können, so, das nicht. Aber irgendwie habe ich trotzdem diese Survival-Squad-Vibes. Komplett mit einer Meter dicken Sandschicht bedeckt. Haben die Essen dabei? Ja, ja. Einige leidvolle Kilometer liegen nun vor uns. Aber die haben auch keine 38 Kilo, die haben halt 75 Kilo. Die sind aber auch nur 6 Tage unterwegs und keine 30, beziehungsweise 14. Der Weg durch die Sanddünen, da war natürlich... Die haben ja alles, also die haben ja alles dabei, muss man jetzt eigentlich fairerweise, oder ist ja auch nicht böse, dazu sagen, ne, Essen, Trinken, Ausrüstung, die haben ja alles dabei. So, ist klar, dass sie dadurch immer schwerer sind. Bei Fabian und Otto, die hatten ja quasi auch alles dabei, aber kein Wasser, brauchen sie aber auch nicht, weil sie am Fluss die ganze Zeit unterwegs waren. Und gut, hat halt kein Essen, ne? Ist grandios. Also ich denke, diese Chance hat man nicht oft im Leben, sowas zu sehen und sowas mitzubekommen. Aber es war halt schon ein gewaltiger Kraftakt. Was nicht gut funktioniert hat, das war die Traktion auf dem Sand. Also das heißt, es war schon eine Schinderei. Die bräuchten, glaube ich, Ballonreifen, oder? Für sowas? Wie von so einem Fatbike oder sowas. Wie schreibt man das? Fatbike? Schreibt man so fett? Hier so übertrieben gesagt, so ein Reifen bräuchten die da drauf, oder? So... Wegen der Auflagefläche. Ich glaube, das wär's. Hier so ein richtig, so ein richtiges Gerät. Aber gut, weißt du wahrscheinlich auch vorher nicht. Je nachdem, wie viel du halt getestet hast schon mal. Ziemlich an der Mitte der Dünendurchquerung ist dann ein recht starker Wind aufgekommen. Uns hat der Sand richtig ins Gesicht geblasen, sprich wir wurden mehr oder weniger Sand gestrahlt. Geil. Und schöne Sandstrahlung, es war herrlich. Zum Schluss wirklich eine richtige Kämpferei. Wir sind jetzt fast durch die Dünen durch. Es war ein hartes Stück Arbeit, ist nicht mehr viel. Der Boden, der ist grätzlich hin und wieder mal etwas tragfähiger und meistens aber so, dass wir mit den Reifen einbrechen. Wir haben die Dünen also fast hinter uns, aber ein ganz anderes Problem vor uns. Und zwar baut sich Sturm. Eine ziemliche Wetterzelle direkt vor uns an. Baut sich auf und da sieht man auch schon kräftig Regen. Man kann die Entfernung relativ schlecht einschätzen. Es kann sein, dass der Regen in 30 bis 50 Kilometern runtergeht. Das ist auch ziemlich windig. Ja, ich hätte mir glaube ich auch so einen Schlauchschal oder so bei diesem starken Wüstensturm da oben gemacht oder halt so einen Schesch mitgenommen zum Umweg. Wird auf jeden Fall spannend, wenn wir unsere Mittagspause in einem Gobi-Sturm verbringen dürfen. Wir haben sowas auf der Herfahrt erlebt und das dürfte alles andere als angenehm sein. Wir schauen also, dass wir aus den Dünen vollständig rauskommen und bis um 2 Uhr etwa vorankommen und eine einigermaßen geschützte Stelle finden. In der Wüste. Endlich haben wir die Dünen durchquert und hoffen, den Sand nun für längere Zeit hinter uns lassen zu können. Hä, verliert der Wasser? Also der Sand. Oder warum ist es da so dunkel? Stelle finden. Endlich haben wir die Dünen durchquert und hoffen, den Sand nun für längere Zeit. Was ist denn das für eine extrem dunkle Spur hier? Das sieht aus, wie als würde da Wasser raustropfen und dann den Sand so verfärben. Weil es ist ja auch nur eine. Und die ist ja quasi nahtlos aneinander. Also Fuß kann es nicht sein, Reifen kann es auch nicht sein. Zeit hinter uns lassen zu können. Ich würde ja behaupten, das ist ein defekter Wassersack. Als wir den Sanddünen dann durchquert haben, haben wir uns erstmal beglückwünscht. Und dann ist auch noch ein Regenwetter aufgezogen. Wir haben dann unsere Regenjacken angezogen. Der Windschillfaktor war auch Ganz kurze Zwischenfrage, was ist das? Und dann durchquert haben, haben wir uns erstmal beglückwünscht. Was hat's hiermit auf sich?
können. Als wir die Sanddünen dann durchquert haben, haben wir uns erstmal beglückwünscht. Ja. Und dann ist auch noch ein Regenwetter aufgezogen. Wir haben dann unsere Regenjacken angezogen. Der Windschillfaktor war auch entsprechend groß. Das heißt, wir drohten auszukühlen. Im Sturm ein Zelt aufzuschlagen oder Regenwasser zu sammeln. Wird einfach nicht thematisiert. Sammeln ist unmöglich. Wir marschieren einige Kilometer auf einer breiten Waschbrettpiste weiter. Wir zweigen wieder ab und laufen in die Wüste hinaus. Langsam beruhigt sich das Wetter und wir können wieder rasten. Das Zelt bietet den einzigen Schatten hier. Stauhitze erwärmt es allerdings schnell auf über 60 Grad. Nee, brauchst du nicht. Mit einer Isolierfolie als Wärmeschild und gut durchlüftet lässt sich die Mittagshitze aushalten. Wir dösen über den Mittag. Das A und O des Wüstensurvivals ist ein gut strukturierter Tag. Das bedeutet, dass du früh morgens losläufst und bis in die Mittagshitze marschieren kannst. Dann musst du ein Zelt oder Tarp aufbauen und ruhst 2 bis 5 Stunden wirklich so bewegungslos wie möglich. Danach, wenn es wieder kühler wird, kannst du das Zelt abbauen und weiterlaufen. Diese Tagesstruktur musst du unbedingt einhalten. Wenn du beispielsweise noch einen bestimmten Punkt erreichen möchtest und in die Mittagshitze reinläufst, ist die Gefahr einfach viel zu groß, dass du große Mengen Wasser verbrauchst oder beispielsweise einen Hitzschlag erleidest. Jetzt kommt die Geister. Während unserer Rast zieht wieder eine Trampeltierherde an uns vorbei. Es ist allerdings diesmal eine der verwilderten Geisterherden. Es ist ein erbärmlicher Anblick. Viele der Tiere sind bis auf die Knochen abgemagert, die Speicherhöcker völlig leer. Viele von ihnen werden diesen Sommer nicht überleben. Sie stolpern und schleppen sich auf der Suche nach Grünem durch die Steppe. Hier in der südlichen Mongolei, nahe der Grenze zu China, trocknen die meisten Quellen im Sommer aus. Dort, wo es Wasser gibt, ist der Platz rar. Ach, die Geisterkamele sind zum Tode verurteilt, oder was? Der Kampf um Wasser und Weidegrund wird hier draußen erbittert geführt. Geschwächte Tiere fallen den Wölfen, Bären oder der Dürre zum Opfer. Bevor wir weitermarschieren, pumpen wir die Reifen wieder auf. Dadurch wird der Rollwiderstand auf hartem Boden geringer. Hoffentlich gibt es keinen Sand mehr. Ja, hier sieht's entspannter aus, wir finden eine schmale Piste und folgen ihr eine Zeit. Sie führt in Richtung einer der möglichen Wasserstellen. Oh, krass, wie verwackelt war das 2017? So verwackelt von der Kameratechnik? Überleg mal, heute hast du da in der GoPro einen Stabilizer drin, kannst du irgendwie Mountainbike fahren und das Ding sieht so smooth aus. Und das da am Shaken, Alter. Als wir sie endlich erreichen, erkennen wir schnell, dass hier schon lange kein Wasser mehr geflossen ist. Das ist schon irre, ne? Wie sich die Technik da verändert hat. Kein Wasser, aber eine gute Übernachtungsstelle. Hier auf dem. Boah. Sehr shaky. Wenn wir weiter so langsam vorankommen und keine Quelle finden, wird es lebensgefährlich. Der folgende Teil der Wüste wird nur selten befahren. Rettung ist ab nun immer mehr als 50 Kilometer entfernt und wäre Zufall. Wir kochen und essen die einzige richtige Mahlzeit des Tages. Nudeln mit Fisch. Das Nudelwasser nutzen wir für Tee. Nudeln mit Fisch. Ist das so ein neues Expeditionsessen vielleicht? Hat Nudeln mit Fisch so alles, was man braucht, wegen Proteine und Kohlenhydrate und so? Es ist immer wieder spannend, in eine Wüste zu gehen. Man hat immer etwas Angst davor. Das ist bei den ersten Schritten tastet man sich so ein bisschen ran. Was ich bis jetzt gelernt habe, man kann die Einheimischen immer nach Informationen fragen, wo findet man Wasser, wie ist die Strecke am besten, etc. Man darf aber nichts darauf geben, wenn die sagen, nein, das ist viel zu gefährlich, auf keinen Fall in die Wüste gehen. Das war bis jetzt jedes Mal so. Und wenn man dann unterwegs ist, gewöhnt man sich an die Witterung, die hier zugegebenermaßen wirklich, wirklich unangenehm ist. Wir lagern heute geschützt und hoffen diesmal auf eine erholsame Nacht. Oh, das ist wieder vorbei. Naja, gucken wir mal, was das noch wird. Däumchen nach oben, schaut gerne bei Joe vorbei. 3 Teile haben wir gesehen, 2 bleiben uns noch.